Hallo zusammen, willkommen zurück bei 7 Days to Die. Heute starten wir mal mitten in einer Mission. Ich bin jetzt wieder auf Mission, immer noch auf der Suche nach Säure. Ist ja leider keine gefunden, aber wir haben schon richtig Ausbeute gemacht. Ich habe auch das ein oder andere abgefarmt mit dem Werkzeugschlüssel und ja, jetzt stehen wir irgendwo kurz vorm Endloot. Ich muss mal gucken, wo es lang ging. Und da machen wir das mal noch gemeinsam. Wir müssen ja auch noch das Gebiet säubern. Die Kiste habe ich jetzt bereits gefunden. Hier oben Vorratskiste. Sagen wir, nehmen wir auch das Gewehr in der Hand. Laden nochmal nach, denn hier oben ist definitiv schon mal ein Geier unterwegs. Also man hört ihn schon die ganze Zeit kreischen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wo er sich rumtreibt. Irgendwo ist er. Irgendwo ist er. Tja, weg ist er. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen das Gebiet noch säubern. Okay. Da ist er. Da war er. Wartet mal, ich fange doch nochmal hier unten an zu looten. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal zurückgehen oder ob wir einen anderen Weg nach unten nehmen. Lass mir nichts liegen lassen. Ich suche fallen gelassene Beute. So, wir haben Vitamine, Blutbeutel. Säubere das Gebiet. Sind noch nicht fertig. Oh. Alles gut. Keine Infektion bekommen. Sehr schön. Sind wir am Endloot angekommen. Und da will ich gleich nochmal was loswerden. Ich habe gemerkt, dass in den letzten zwei, drei Folgen die Zugriffszahlen stark gefallen sind. Gut, jetzt kann ich natürlich nicht die Leute ansprechen, die nicht mehr schauen. Das funktioniert nicht, sondern nur die Leute, die jetzt aktuell noch das Video schauen. Schreibt mir doch mal, was euch besonders gefallen würde, was euch nicht so interessiert, dass ich meine Videos anpassen kann. Denn ich bin doch schon sehr dazu geneigt, Videos für euch zu machen. Das heißt, die euch natürlich gefallen, die Aufrufe bekommen. Das macht mir halt besonders Spaß. Ansonsten muss ich halt mehr offscreen spielen. Das, was ich so spiele, das muss ich dann halt nicht unbedingt zeigen, wenn es euch nicht interessiert. Ich würde es aber dennoch gerne mal wissen, was euch besonders interessiert oder ob ihr halt jetzt hier der harte Kern seid und sagt, mach, was dir Spaß macht. Wir gucken alles und geben gerne ein Däumchen. Also ruhig mal schreiben, damit ich Bescheid weiß. So, bin ich gespannt. Ach, verschlossen. Aber ich habe die Triche gelootet. Wurden hier drei Stück. Würde ich mein Glück versuchen mit denen. Nachdem wir alle drei Kisten durchsucht haben. Und ansonsten schlagen wir sie auf wie gehabt. So, wir haben einen neuen Bauplan. Fahrzeugbrenn. Stoffsparermann. Vier geschmiedeter Stahl. Was haben wir hier drin? Motor, ein Rad, Reparaturkit. Oha, damit glaube ich sind wir jetzt voll schon. Gucken wir mal, ein Reparaturkit. Könnte man jetzt gar nicht brauchen. Ist alles noch ziemlich gut. Das Wildbrett, das werde ich mal wegfuttern. Die Eisenpfeile werde ich aufarbeiten. Die Triche, denke ich mal, die werden wir gleich verbrauchen. Dann hätten wir ja wieder hier unten noch einen Slot. Drei, vier Slots. Nein, die Verbände kommen. Die können wir zerlegen. Gut, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ein Stoff, zwei Verbände, ein Stoff. Oh. Gut, ich brauche sie aber wirklich nicht. Da lieber habe ich Stoff. Gucken wir mal. Drei Versuche haben wir.
6, 5, 4, 3. Ah, verdammt. Jetzt haben wir keinen mehr. Gut, dann mache ich mich mal an der Arbeit. Und dann kann ich euch gleich mal erzählen. Ich hatte ja zu Beginn der Staffel Raten etwas angehoben. Ich habe sie jetzt inzwischen wieder reduziert. Lediglich die Erfahrungspunkte sind jetzt noch auf 125% und der Blockschaden ist noch auf 125%. Blut ist auf 100%, einfach nur um Blockschaden und Erfahrungspunkte oben gelassen, einfach oben ja etwas noch zügig voranzukommen, dass wir wieder unseren Spielstand erreichen, den wir schon mal hatten. Und ich denke mal, ab Horten nach 2 werden wir dann wieder alles auf 100% anpassen und dann schön gemütlich weiterspielen. In der vergangenen Nacht hatte ich übrigens auch noch eine Baustelle mal richtig mit Schaufel und Spitzhacke bearbeitet, richtig Stein und Sand geholt und auch die ersten Betonmischungen jetzt angesetzt. Die rührten schon im Mischer zu Hause, also da sind wir jetzt auch schon gut dabei. Und die neue Rampe, die ich bauen möchte, die wird ja dann komplett neu gebaut. Da habe ich jetzt auch schon mal so einen Entwurf gemacht. Vielleicht gucken wir nachher nochmal schnell vorbei. Kann ich euch das gleich noch zeigen. So, jetzt muss ich mal gucken. Was kann man austauschen? Yucca-Saft. Wir hätten gekochtes Wasser, aber auch das trinkt mal weg. Dann nehmen wir das Nähset mit. Nähset kann man immer gebrauchen. Und das Buch. Verkaufspreis $100. Da würde ich vielleicht mal ein paar Pflastersteine wegwerfen. Okay. Ja, leider wieder keine Säure gefunden. Da haben wir irgendwie momentan überhaupt kein Glück. Will ich mal gucken, wo es hier noch lang geht. Das Hauptblut haben wir ja schon. Das Hauptblut haben wir ja schon weg. Nee, gar nicht. Da passt man gar nicht rein. Doch. Wir passen, aber hier gibt's nichts. $100 gab's. Nein! Versiegelte Kiste. Oh, wir haben noch ein schönes Buch. Der glückliche Sammler. Wenn du weißt, wo du suchen musst, kannst du fast überall Geld finden. Finde mehr Dukes in Beute. Sehr schön. Hat sich auch unser Weg noch gelohnt. Ja, den Rest hatte ich soweit gelootet. Ich gucke mal, ob ich jetzt einen anderen Ausgang noch finde. Ja, hier ist noch offen. Die Zapfsäulen, die durchsuchen wir mal eben fix nach. Die hatte ich ja zu Beginn, das war jetzt nicht auf dem Video mit drauf, schon abmontiert gehabt. Das heißt, wenn wir die Mission mal wiederbekommen, würde ich nämlich vorher wieder alles weglooten. Oder des Nachts, wenn mir mal danach ist, gehe ich meistens mal außen rum und tue mal Autos und Zapfsäulen und Straßenlaternen etc. looten. So, 20.43 Uhr, jetzt fahren wir mal schnell zum Händler, geben die Mission noch ab. Ja, zurück zum Händler, das ist richtig. Ja, und vielen Dank nochmal für eure Hinweise. Gerade weil ich hier diese vielen Straßenlaternen sehe. Oben an diese Lampen, da kommt ja dann die guten Stahlbahn raus und auch die Verteilerkästen hatte ich gefunden. Gerade hier hatte ich schon mal einen abmontiert. Mal gerade, wo noch einer ist. Ach, hier haben wir noch eine Buddelmission. Die machen wir gleich noch. Eine Schatzsuche. Die machen wir gleich auf dem Rückweg. Müssen bloß aufpassen. Wir sind nämlich etwas überladen.
Das heißt, die Dukes packen wir mal hier rein. Das können wir mal noch umpacken. Blöcke. Ja, damit hätten wir zwei Slots frei. Das genügt für die Belohnung und für neue Dukes. Hätten wir gar nicht umpacken müssen. Everything's for sale, even to an idiot like you. Tja, unsympathisch. Oh, ein Vierer Bergbauhelm. Metallkettenmod ist doch gut. Ja, Bergbauhelm, keine Frage. Den nehme ich. Und es gibt noch Erfahrungspunkte. 2000 Dukes. Und 100 nochmals Bonus. Oh, Bergbauhelm. Sind hier jetzt die Dukes? Nerves, ach, hier vorne. Okay. Kaufen wir gleich mal was. Die Handwickel. $40. Weg damit. Die überflüssigen Skillbücher. Warte, ich sortiere mal. Dann sehen wir es besser. Lederhandschuhe. 1er Lederhandschuhe. Weg. Alles ein paar Cent. Motorwerkzeugteile. Stahlwerkzeugteile. Also ich bin da auch schon immer mal am Verkaufen. Ich weiß halt nicht, ob man die später überhaupt braucht. Oder ob man einfach das Geld mitnehmen. Genauso gut Räder. Ich habe schon so viele davon. Da können wir ein paar verkaufen. Blutbeutel. Kein Verkaufspreis. Okay. A sale is a sale. Even if it's to a scumbag like you. So, er hat jetzt neues Zubehör seit Tag 10. Wir haben jetzt Tag 10, aber ich habe schon mal durchgeguckt. Nichts, was jetzt wirklich interessant war. Eine Batteriebank können wir uns selber bauen. Interessant wäre jetzt vielleicht nochmal, wenn er Säure im Angebot hätte. Mal durch. Pilze, wartet mal, Lebensmittel, die können wir auch kaufen. Pilze für 90, das ist der geschenkt. Kauf mal. Druckplatte, Betonmischung, Pflasterstein, Nägel, Robotikhammer. Kann man aber schlecht erkennen alles hier. Bunkerknackermod. Helmlicht, Eintopf. Rakete. Honig. Ne, inzwischen haben wir jede Menge Antibiotika. Ich meine sogar, ich habe schon Laubpause gefunden, um das selber zu bauen. Wir bräuchten halt bloß den Chemietisch. Er hat Eier. Die würde ich auch direkt mal kaufen. Oh, die sind aber teuer. 5 Eier. 5 Eier. Was soll's? Wir haben so viel Geld, wir wissen gar nicht, was wir damit kaufen sollen. Motorrad, Mini-Motorrad würde ich nicht kaufen. Will ich mir gern bauen. Maximal die Baupläne dafür. Können wir kaufen. Ödlandschätze Band 7. Spülbecken. So viele Zombies und so wenig Patronen. Hier ist ein Trick, den ich gelernt habe, um mehr Blei und... Oh. Das sind eure Spielwege wieder zusammen. Oh, da macht zu. Gut, nee, interessiert erstmal auch nicht, oder? Mittlandschätze. Don't let the door hit you on your way out. Mann, hab ich mich erschrocken. Okay, los, gehen wir mal raus. Hat nichts weiter, was mich interessiert. Hier vorne nochmal die Schatzkarte ausbuddeln. Natürlich sehr ungünstig, aber wir können einfach versuchen, hier an der Seite anfangen, ein Loch zu buddeln und buddeln uns dann unter die Erde drunter. Jetzt vier Slots haben wir nicht frei. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Wartet mal. Ich habe hier vorne noch eine Kiste stehen. Da können wir mal eben auslagern. Als wir einen großen Schatz finden, lassen wir auch alles mitbekommen.
Ja, da geht schon mal los. Was tun wir denn hier auslagern? Dukes und Geld nicht. Stein kann rein. Das kann rein, das kann rein. Das. Okay, also. Jetzt reicht der Platz, definitiv. Los, stärken wir uns und dann fröhliches Buddeln ist natürlich etwas gefährlich nach 22 Uhr. Ich guck mal, dass wir hier nochmal nachgeladen haben. Läuft. Und das Gute ist, wir bekommen gleich wieder frische Leben. Können wir da nicht gleich noch einen Skillpunkt? Einen hatte ich ja noch über. Schatzsuche. Für jeweils 7 ausgegrabene Blöcke verringert sich der Schatzsucherradius um 1 Meter. Den holen wir uns jetzt mal den Punkt. Kam mir doch sehr steil vor das Loch, aber passt. Da haben wir sie schon. Und verschlossen. Stimmt, da war ja was. Aber da kennen wir uns ja aus mit Aufschlagen. So, auf ist er. Gucken wir mal. 3 Diamanten und ordentlich Munition. Sehr schön. Keine Aufmerksamkeit erzeugt. Kann man gemütlich nach Hause radeln. Und ich würde mal hinten an meiner neu gebauten Rampe, beziehungsweise oh, ein Hund, gib Gas, an meiner, wie sagt man denn, Bauplan, Prototyp, Blaupause, von der Rampe, also ich habe die jetzt erstmal mit aufnehmbaren Blöcken, also mit Rahmenblöcken erstmal gebaut, dass ich die ja hin und her wechseln kann, wie ich erstmal möchte, bis es mir gefallen hat. Und ich denke mal, ich habe jetzt das gefunden, was mir gefallen würde. Ich würde die Blöcke jetzt komplett wieder wegnehmen und dann gegen Ziegel Blöcke ersetzen, die wir ja geholt haben. 500 Stück an der Zahl, die gehören uns ja und die würde ich dann direkt mit verwenden. So, hier steht sie. So ungefähr soll sie aussehen. Die Rampe ist jetzt noch nicht dran. Es ist jetzt lediglich erstmal, sag mal, die. Oh, das klingt ja gefährlich. Der Turm ist gebaut. Da wollen wir drauf kämpfen. Und das ist erstmal ein Aufgang für mich, dass ich hochkomme. Das könnt ihr euch aber als Rampe vorstellen. Ja, so ungefähr soll es aussehen. Also wir haben jetzt hier einen 3x3 Turm. Der wird dann auch in der Mitte komplett ausgefüllt. Alles aus Beton oder aus Ziegelbeton. Ringsrum schönes Geländer. Noch ein Dach drauf. Hier, das werden wir nochmal wegmachen. Hier kommen dann noch Ausgänge. Da sich dann eventuell noch zusätzliche Zugänge zu Fallen habe, die ich dann noch reparieren kann. Also, da habe ich mir schon was im Kopf ausgemalt. Das wäre jetzt zu kompliziert, euch das zu erklären. Da sind wir wieder daheim. Ja, guck mal, wie es aussieht. Der Betonmischer hat jetzt gemischt. 1000 Betonmischung und ich weiß gar nicht, warum ich Stein habe. Ich habe das entweder aus Versehen angeklickt oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir 50 von diesen Steinblöcken. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit machen soll. Wir waren auf einmal da. Wie gesagt, entweder versehentlich oder wer weiß. So, dann sortieren wir das mal ein. Und nochmal nach dem Helm. Baumaterialien rein. Dann hatten wir. Ne, die Bauteile haben wir ja von der Kiste gelassen.
Munition rein. Kann auch rein. Und da haben wir 150 Schuss dabei. Das läuft. Essen, trinken. Karten rein. Ja, was haben wir hier noch? Ein Näset. Ziehen rein. Dreifach-Taschenmod, da gucken wir auch. Lass wir die noch mit einbauen. Los, lasst uns mal skillen. Genau, hier, wir haben jetzt natürlich Antibiotika-Rezept. Da haben wir leider noch keine Chemiestation zum Herstellen. Benutzen. Wir haben Rezeptöl. Wir haben den Nachtpirscher. Kartoffelsaat. Stahlvorschlaghammer. Handgranate. Und Robotikschaden. Lerne, wie du deinen Roboter noch tödlicher machst. Robotikwaffen verursachen 10% mehr Schaden. So, Motor. Das Näset. Und ich überlege gerade Diamanten. Diamanten. Hatte ich die jetzt beim Händler mit reingepackt? Ja. Wir haben die Silberklumpen. Also die würde ich erstmal nicht verkaufen. Sowas ist halt, was man gerne sammelt. So, hier ist ja schon Helm nicht mehr drin. Na perfekt. Und da können wir sogar die Dreifachtaschenmod in den Helm bauen. Wunderbar. Wunderbar. Ich sehe gerade einen Staubmantel. Den könnten wir noch gebrauchen. Gefütterter Brustpanzer. Den müssten wir reparieren. Aber diesmal haben wir schon ein paar Stoffe auf Lager. Das war ja auch Mangelware, aber da bin ich mal losgemacht. Hatte ich mal etwas besorgt. Ja, den Helm. Was gibt's denn, wenn wir den zerlegen? Was gibt's denn da? Mit? Ah, naja, Kunststoffabfälle. Aber was wollen wir damit? Ergonomischer Griff. Gucken wir mal, ob wir den noch wo einbauen können. Fangen wir mal bei der Schaufel an. Ja. Direkt gefunden, direkt reingebaut. Hier haben wir schon 350 geschmiedete Eisen fertig. Eisen und Lehm. Genau, und diese Schmiede wollte ich halt für die Herstellung von Munition verwenden. Hatte ich jetzt schon mal Messing eingeschmolzen und hier geht's dann mit Blei weiter. So, das kann schon mal ein bisschen schmelzen. Das kommt hier rein. Dann sind wir eigentlich soweit fertig. 23:15 Uhr, das heißt, ihr könnt mal wieder Blutrunde drehen. Ach nee, jetzt ist neblig, jetzt ist wieder extrem viel los. Dazu. Und dann würde ich mich erstmal verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann macht's mal gut.